Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie auch nochmal meinerseits herzlich begrüßen, diejenigen, die hier sind, aber auch diejenigen, die von anderswoher zuschauen und zuhören. Ich möchte Ihnen also was zur Digitalisierung, AI und Medizin sagen. Ich bin selber Arzt, deswegen liegt mir das Thema sehr am Herzen auch. Wir stehen heute vor der Herausforderung, die Zukunft unserer Hochschulen in einer Zeit zu gestalten, die geprägt ist von digitalen Innovationen. Bereits vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2019 war die Notwendigkeit der Digitalisierung in den Bildungseinrichtungen deutlich spürbar. Aber es hat nicht so viel passiert. Insbesondere der Bedarf an digital ausgestatteten Lernräumen auf dem Campus, die ein analog-digitales Blended Learning ermöglichen, war schon unübersehbar. Dann traf uns aus heiterem Himmel die Pandemie. Innerhalb weniger Wochen mussten wir die Hochschullehrer auf ein komplett digitales Modell umstellen und Online-Lehre neu gestalten. Das gelang relativ gut. Es hat natürlich gerumpelt ein bisschen zunächst, aber es gelang doch relativ schnell und war dann auch relativ gut. Musste natürlich dann immer qualitativ noch verbessert werden. Betrachten wir zunächst die damaligen Rückmeldungen der Studierenden, um die aktuelle Situation und die Zukunft der Hochschule besser zu verstehen. Die Umfragen aus den Jahren 20 und 21 zeigen, dass Studierende in der Pandemie froh darüber waren, digital weiter studieren zu können. Gleichzeitig wurde die rein digitale Lehre aus verschiedenen Gründen als defizitär empfunden. Die Sehnsucht nach einer Rückkehr auf dem Campus war in fast allen Befragungen spürbar und die Nachwirkungen, die problematischen Nachwirkungen der rein digitalen Lehre, mit denen beschäftigen wir uns ja noch heute. Heute sind diejenigen, die das reine Online-Studium vertreten, in der Minderheit. Es gibt einige, die das fordern. Es gibt ja auch Modelle, die darauf aufbauen. Das ist auch in Ordnung. Aber das Gros der Studierenden und auch der Lehrenden sagt, so viel Präsenz wie möglich und immer da auch Online-Lehre, wo sie die Lehre bereichert. Das ist schon ein bisschen mehr als so viel Online-Lehre wie gerade nötig. Doch wie gestalten wir nun die Zukunft von Studium und Lehre an unseren Hochschulen angesichts dieser neuen Erkenntnisse und Herausforderungen? Diese Frage möchte ich heute anhand der digitalen Herausforderungen der Hochschulmedizin und der klinischen Ausbildung beleuchten. Die digitale Transformation hat nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens beeinflusst und das Gesundheitswesen bildet da keine Ausnahme. Doch es geht hier nicht nur um die Digitalisierung bestehender Arbeitsprozesse. Vielmehr stehen wir vor einer bedeutenden, mitunter auch disruptiven Veränderung des gesamten Gesundheitswesens. Diese Veränderung vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen und sie öffnet damit neue, unterschiedliche Handlungsfelder. Um die Transformation nicht dem Zufall zu überlassen, sondern sie aktiv gestalten zu können, ist es wichtig, dass sowohl Lehrende und Studierende, aber auch Ärztinnen und Ärzte über relevante digitale Kompetenzen in all diesen Handlungsfeldern verfügen. Der Deutsche Ethikrat beispielsweise hat 2023 in seiner Stellungnahme Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz, der Medizin ein eigenes Kapitel gewidmet, aufgrund, weil sie eben gesellschaftlich von einer hohen Relevanz ist. Hier wird die Empfehlung ausgesprochen, dass die Vermittlung von Kenntnissen über KI-Anwendungen bzw. über deren technischen Grundlagen unverzüglich in die klinische Ausbildung des ärztlichen Fachpersonals Aufnahme finden soll, um, jetzt zitiere ich, eine breitere Nutzung vorzubereiten und verantwortlich so gestalten zu können, dass möglichst alle Patientinnen und Patienten davon profitieren und bestehende Zugangsbarrieren zu den neuen Behandlungsformen abgebaut werden. Zitat Ende. Um die KI-Anwendungskompetenz zu stärken, betont der Ethikrat die Notwendigkeit der Entwicklung entsprechender Curricula und Module in der Aus-, in der Fort- und in der Weiterbildung. Diese Entwicklung findet auch in der neuen ärztlichen Approbationsordnung ihren Niederschlag. Die überarbeitete Fassung des Referentenentwurfs, da gibt es ja viele Stände, der letzte ist vom Juni diesen letzten Jahres, nennt explizit den Erwerb digitaler Kompetenzen als Ziel der ärztlichen Ausbildung.
Das bedeutet, dass sowohl Absolventinnen und Absolventen des Medizinstudiums in der Lage sein müssen, die für das ärztliche Handeln erforderlichen Grundlagen sowie insbesondere die Funktionsweisen und den Umgang mit digitalen Technologien zu beherrschen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf der Frage liegen, wie diese Technologien im Sinne einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung sinnvoll eingesetzt werden können. Und ich möchte nochmal ergänzen, es geht jetzt nicht um Erleichterungen im Gesundheitswesen bei der Behandlung von Patienten und Patienten, sondern es geht wirklich um das Eingemachte, will ich mal sagen, um eine optimale Therapie, um eine frühe Erkennung von Krankheiten. Und wenn man es etwas zugespitzt und dramatisch ausdrückt, es geht dann sicher auch um Leben und Tod. Also die digitale Gesundheitskompetenz ist wirklich etwas Entscheidendes. Ich möchte drei Horizonte dieser digitalen Gesundheitskompetenz jetzt kurz beleuchten. Erstens Grundlagen aktueller digitaler medizinischer Abläufe. Zweitens Veränderungen durch Integration neuer digitaler Tools im klinischen Alltag. Und drittens ein praxisnaher Überblick über verschiedene Bereiche der digitalen Medizin. Die Grundlagen aktueller digitaler medizinischer Arbeitsabläufe. Der erste Punkt beschreiben beispielsweise die Nutzung elektronischer Patientenakten und telemedizinischer Anwendungen. Da gibt es noch viel zu tun an den meisten Orten. Die Bedeutung der Telemedizin für die Patientenversorgung steigt kontinuierlich, gerade in den ländlichen Regionen. Und es ist wichtig, dass Studierende bereits während ihrer klinischen Ausbildung umfassend über deren Anwendung und Rahmenbedingungen informiert werden. Im Hinblick auf therapeutische Maßnahmen wird von Studierenden erwartet, dass sie Chancen und Risiken digitaler Angebote für Gesundheitsförderung und Prävention erfassen und fundiert erläutern können. Sie sollen etwa in der Lage sein, digitale Medien sachgerecht in das Arzt-Patienten-Gespräch einzuführen. Eine wesentliche Komponente ist hierbei die Vermittlung einer ethischen, datenschutzkonformen und indikationsgerechten Nutzung dieser Technologien. Dabei müssen wir uns dessen bewusst sein, dass sowohl die Rolle der Ärztinnen und Ärzte als auch die der Patientinnen und Patienten durch digitale Technologien im Wandel begriffen sind. Patientinnen und Patienten können durch die Anwendung digitaler Technologien im Alltag, etwa durch Symptomchecker-Apps, die manchmal sehr problematisch sind, oder Smartwatches, eine höhere Gesundheitskompetenz entwickeln. Wir müssen die Studierenden befähigen, diesen Wandel zu begleiten und zu unterstützen. Gleichzeitig ist es essentiell, die Grenzen dieser Technologien klar aufzuzeigen. Das kann nur durch eine praxisnahe Vermittlung der Lerninhalte erreicht werden, die einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten und Limitationen digitaler Gesundheitslösungen eröffnet. Das zweite wichtige Phänomen innerhalb der Entwicklung der digitalen Gesundheitskompetenz ist die Veränderung der Arbeitsabläufe im klinischen Alltag. Das geschieht durch die Integration neuer digitaler Tools, die beispielsweise die Auswertung von Befunden unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Feld, zum Beispiel in der Radiologie bei den bildgebenden Verfahren. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, sich der unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Technologien bewusst zu sein, also die Grenzen zu kennen, um verantwortungsbewusst zu handeln. Der praxisnahe Überblick über die große Bandbreite der digitalen Medizin folgt deshalb als dritter Horizont für die Beschreibung der digitalen Gesundheitskompetenz. Digitale Medizin reicht von der KI in der Diagnostik über Robotik in der Chirurgie, die Anwendungsgebiete von Virtual Reality und Augmented Reality, die Verwendung von Wearables, 3D-Druck und über viele weitere Bereiche. Zukünftige Ärztinnen und Ärzte sollten im Studium dafür sensibilisiert werden, dass die Implementierung neuer Technologien neue Arbeitsabläufe erfordert, die Interdisziplinarität und Interprofessionalität fördern und neue Berufsbilder sowie Kooperationsmodelle mit anderen Gesundheitsberufen schaffen. Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich. Ein Blick in die Zukunft auf die personalisierte und stärker präventionsbasierte Medizin, ich glaube, darin liegt wirklich die Zukunft der Medizin in den nächsten Jahrzehnten, ist ebenso von Bedeutung. Sie wird durch die zunehmende Verfügbarkeit einer Unmenge von Daten ermöglicht. Die Integration neuer Lehrinhalte an bestehende Studienordnungen
stellt zweifellos eine Herausforderung dar. Einerseits sind die Curricula des Medizinstudiums schon voll, übervoll muss man sagen, mehr als ausgelastet. Andererseits müssen bei der Entwicklung von Kompetenzen und Lehrplänen die unterschiedlichen Verfügbarkeiten und die Zugänglichkeit digitaler Infrastrukturen berücksichtigt werden, da nicht alle Bildungseinrichtungen über dieselben Ressourcen verfügen. Es ist aber entscheidend, es ist wichtig, dass alle Studierenden gleichermaßen von den neuen Lerninhalten profitieren können. Darüber hinaus ist es erforderlich, eine ausreichende Anzahl hochqualifizierter Dozierender zu haben. Auch ethische und rechtliche Fragestellungen sowie die spezifischen Herausforderungen, Chancen und Grenzen der Arzt-Patienten-Beziehung durch neue technologische Verfahren müssen auf Grundlage des nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin berücksichtigt werden. Obwohl es bereits zahlreiche Wahlpflichtangebote beispielsweise im Bereich der Medizininformatik gibt, in dem Bereich der computerassistierten Medizin oder der künstlichen Intelligenz, ist es von enormer Bedeutung, dass diese Inhalte zeitnah in die Kerncurricula zu integrieren und prüfungsrelevant für alle Studierenden zu gestalten. Wahlpflichtangebote werden oft nur von einem Bruchteil der Medizinstudierenden genutzt, von denen, die sowieso schon gut in der Materie sind, sehr häufig auch, die eben ein besonderes Interesse an digitalen Technologien haben. Wir müssen aber alle Studierenden eines Semesters erreichen. Da ist es wichtig, Wege zu finden, um die Relevanz und den reflektierten Umgang mit digitaler Technologie für die aktuelle und zukünftige ärztliche Praxis klar und verständlich darzulegen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Studierenden die erforderlichen Kompetenzen erwerben, um in einer zunehmend digitalisierten medizinischen Welt erfolgreich zu sein. Welche Lösungsansätze existieren bereits und können als Good Practices oder als Inspiration dienen? Es gibt zwei grundlegende Herangehensweisen für die Implementierung neuer Lehrinhalte und digitaler Kompetenzen, die hier in Betracht gezogen werden können. Zum einen die Schaffung eines neuen Fachs im Regelcurriculum, das dann über Semester hinweg unterrichtet wird. Dieser Ansatz ermöglicht es, spezifische Themen zu vertiefen, eine Systematik zu vermitteln, strukturiert zu behandeln, sodass die Studierenden kontinuierlich und umfassend mit den neuen Inhalten vertraut gemacht werden. Ein Beispiel hierfür ist die Universität Münster, die seit dem Wintersemester 21/22 Vorlesungen in der Veranstaltungsreihe Medizinische Informatik erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt. Die Evaluierung durch die Studierenden zeigt, dass die neu einbezogenen KI-Inhalte am besten bewertet wurden. Der Lernerfolg war signifikant mit über 80% korrekten Antworten auf KI-spezifische Multiple-Choice-Fragen. Aufgrund der positiven Entwicklung und den Anforderungen des nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin hat die Uni Münster beschlossen, KI- und Data-Science-Inhalte in ein Pflichtpraktikum zusätzlich zur Vorlesung zu integrieren, ein Pflichtpraktikum zur Medizininformatik. Dabei nutzen die Studierenden eine interaktive Lernumgebung und Machine Learning-Aufgaben, um eigenständige Datenanalysen durchzuführen und aktiv die Chancen und Grenzen neuer Entwicklungen wie Large Language Models oder generative KI zu erleben. Die Medizininformatik-Initiative des BMBF hat eine wichtige Rolle gespielt, indem sie neue Professuren und Nachwuchsgruppen im Bereich Medizininformatik oder Medical Data Science geschaffen hat. Eine intensive Einbettung dieses neuen Personals in die Entwicklung der Approbationsordnung und lokaler Studienordnung ist entscheidend, um Expertisen optimal zu nutzen und um Doppelangebote vor Ort zu vermeiden. Die zweite Herangehensweise ist es, die Lernziele longitudinal in bereits bestehende Lehrveranstaltungen zu integrieren, da digitale Technologien so gut wie alle Bereiche in der Medizin betreffen. Die Medizinische Fakultät der Universität Basel hat die Umsetzung eines longitudinalen Curriculums Digitalisierung in der Medizin beschlossen. Dieses Vorgehen integriert die neuen Lerninhalte in die gesamte Studiendauer und sorgt damit dafür, dass die Studierenden kontinuierlich mit den relevanten Themen in Berührung kommen
unabhängig von Ihrem Studienabschnitt. Ethische und rechtliche Fragestellungen und die spezifischen Anforderungen der Arzt-Patienten-Beziehung durch neue technologische Verfahren wurden hier auch berücksichtigt. Das Curriculum folgt einem Blended Learning-Ansatz und wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei bedarf es einer guten Zusammenarbeit der einzelnen Lehrverantwortlichen und im besten Fall einer oder mehrerer Personen, die das Thema übergeordnet koordinieren. Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen KI-Campus ermöglicht eine zukunftsorientierte Gestaltung des Curriculums und dessen Übertragbarkeit auf andere Standorte. Es ist daher wichtiger als je zuvor, dass Synergien gebildet werden, sowohl zwischen den Fachbereichen als auch zwischen den Standorten. Neue Lerninhalte, die mit einer so hohen Dynamik einhergehen, wie der große Bereich der digitalen Medizin, bedürfen auch neuer Lehrmethoden, wie beispielsweise hochwertige E-Learning-Module, deren inhaltliche Richtigkeit ständig überprüft und agil angepasst werden können. Eine Zusammenarbeit der medizinischen Fakultäten bei dieser neuen Herausforderung ist sehr empfehlenswert, auch wenn die konkrete Planung und die Umsetzung einer Lehrveranstaltung den standortabhängigen Studienordnungen und Lehrverantwortlichen obliegt. Nicht jeder muss das Rad dann neu erfinden. Diese sollten durch die Fachgesellschaften und die Lehr- und Arbeitsgruppen unterstützt werden. Die Umstrukturierung des Medizinstudiums hin zu einer stärkeren Kompetenzorientierung ist eine Reaktion auf das Problem, dass Prüfungen bei uns in Deutschland bisher hauptsächlich auf Faktenwissen abzielen, was laut Befragungen dazu führt, dass Studierende sich zwar auf das Examen, jedoch nicht auf den zukünftigen Arztberuf vorbereitet fühlen und auch manchmal nicht gut vorbereitet sind. Das ist nicht nur ein Gefühl. Daher setzen die Gesellschaft für medizinische Ausbildung und der Medizinische Fakultätentag seit einigen Jahren auf eine stärkere Kompetenzorientierung im Medizinstudium. Dabei werden Kompetenzen als die Synthese verschiedener Aspekte definiert, einschließlich Wissen natürlich, manueller und kommunikativer Fertigkeiten sowie Haltung im Sinne von Respekt und Empathie. Die Neuausrichtung des Medizinstudiums zielt darauf ab, Kernlernziele zu definieren, die zukünftig für den Abschluss des Medizinstudiums erforderlich sind. Darüber hinaus werden die Fakultäten ermutigt, innovative Lehr- und Prüfungsformate einzuführen, um eine bessere Vorbereitung auf die ärztliche Praxis zu gewährleisten. Dabei sollte die Didaktik immer im Mittelpunkt stehen und die digitale Technologie als ein unterstützendes Hilfsmittel dienen, nicht umgekehrt. Denn sonst besteht das Risiko, dass wir uns von den neuen digitalen Werkzeugen blenden lassen, ohne ausreichend über Konsequenzen ihres Einsatzes nachzudenken. In der medizinischen Ausbildung bietet die Verwendung von digitalen Technologien und Tools einen Mehrwert, der im analogen Umfeld nicht möglich wäre. Ein Beispiel hierfür ist die Gamification, die die komplexen medizinischen Konzepte verständlicher macht, klinisches Denken fördert und praktische Fertigkeiten übt. Dabei ist es wichtig, die intrinsische Motivation der Studierenden durch spielerische Elemente zu stärken. Weitere Blended Learnings können ebenfalls dabei helfen, die kognitiven Ressourcen effektiver zu nutzen und die Lehrenden in ihrer Rolle als Experten zu unterstützen. Blended Learning-Ansätze ermöglichen auch eine höhere Flexibilität und Individualisierung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden. Wir können so Lehren und Lernen neu gestalten und ein vielfältiges Angebot mit Bezug auf die Anforderungen des nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs in einer kognitiv entlastenden Form umsetzen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist es von großer Bedeutung, dass nicht nur das Verständnis unserer Studierenden, Lehrenden und aller Hochschulstatusgruppen für die Chancen und Risiken digitaler Technologien gefördert werden, sondern es müssen auch ihre Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Wir müssen sie dazu befähigen, diesen Wandel aktiv zu begleiten und zu unterstützen, während sie gleichzeitig die Grenzen dieser Technologien erkennen und reflektieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Durch eine sorgfältige Planung, enge Zusammenarbeit und gezielte Investitionen, auch in die Weiterbildung unserer Lehrenden, können wir sicherstellen, dass die Integration neuer Lerninhalte erfolgreich gelingt und unsere Studierenden
eine umfassende und zukunftsorientierte und unseren Studierenden eine umfassende und zukunftsorientierte Ausbildung ermöglicht wird. Das ist gerade in der Medizin von Bedeutung, da digitale Technologien vielschichtig zum Einsatz kommen. Angefangen bei den klinischen Abläufen, den medizinischen Tools, den Arzt-Patienten-Gespräch und digitalen Vorsorgeanwendungen im Alltag von Patientinnen und Patienten. Ich komme zum Schluss. Die Idee der Universitas, der Einheit zwischen Forschung und Lehre, zwischen Lehrern, Lehrenden und Studierenden, zwischen verschiedenen Wissenschaften und Fachdisziplinen, ist ein Grundprinzip der Hochschule seit ihrer Gründung im Mittelalter und ich glaube heute noch aktuell. Dieser Gedanke kann heute helfen, einen ganzheitlichen anstelle eines eingeschränkten Blicks auf die Welt zu entwickeln. Hochschulen helfen dadurch, die digitale Transformation zu gestalten. Wir wollen uns daher aktiv mit diesen Veränderungen auseinandersetzen und gemeinsam die Zukunft nicht nur des Fachs Medizin, sondern der gesamten Hochschule gestalten, damit sie im Einklang mit den Bedürfnissen unserer Studierenden und den Werten unserer Bildungseinrichtungen steht. Ich bin mir sicher, dass wir hier auf diesem Festival zahlreiche Ideen und Anregungen dazu erhalten werden. Mir bleibt daher nur, Sie abschließend in Ihrer Neugier zu bestärken und Ihnen eine anregende Zeit zu wünschen. Genießen Sie 3 spannende und inhaltsreiche Festivaltage. Das Programm bildet eine Fülle von Blended Learning Ansätzen. Erkunden Sie Neues, schauen Sie sich um, experimentieren Sie und lassen Sie uns gemeinsam im Sinne des Festivalmottos die Zukunft aktiv mitgestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rosenthal. Ich habe 3 kleine Fragen. Die schaffen wir auf jeden Fall noch in der Zeit. Und zwar, Oliver, wir wissen, wie sollten medizinische Fakultäten mit externen Partnern in der Ausbildung umgehen? Wie stehen Sie zum Beispiel zu dem Angebot von Amboss? Ist das Fluch oder Segen? Und wo sehen Sie da zukünftige Entwicklung? Okay, das Angebot von Amboss, muss ich sagen, kenne ich nicht. Deswegen kann ich mich da nicht qualifiziert zu äußern. Aber ich denke, dass es durchaus möglich ist. Und ich weiß auch, dass es hier und da, dass man mit externen Anbietern zusammenlässt. Ich glaube, es ist wichtig für die Einführungsphase, dass man dann mit denen, die das Know-how haben, gut zusammenarbeitet. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass eine dauerhafte Zusammenarbeit da durchaus Sinn macht. Jürgen möchte wissen, wie sieht es bei der wissenschaftlichen Weiterbildung in der Medizin aus? Welche Bedarfe können hier adressiert werden? Es gibt ja, anders als bei den Lehrern, da wird es ja gerade viel diskutiert, eine vorgeschriebene wissenschaftliche Weiterbildung. Wenn man der nicht nachkommt, verliert man seine Approbation, aber man darf sich nicht mehr als Ärztin oder Arzt betätigen. Und ich bin sicher, dass da auch digitale Aspekte in Zukunft eingeflochten werden. Das muss ein wesentlicher Teil der ärztlichen Fortbildung lebenslang gewissermaßen sein. Daniel Tolks hat noch eine Leseempfehlung beigesteuert, direkt sogar vom Hochschulforum Digitalisierung, ganz speziell zur Medizin. Also den Link gerne speichern und mitnehmen. Jens Hofmann möchte wissen, wie kann der gesellschaftliche Bedarf an medizinischer Ausbildung besser digital gelingen? Wir bilden doch viel zu wenig Ärzte aus. Das ist jetzt ein ganz langes Thema. Ich bin nicht unbedingt der Meinung unseres Bundesministers, dass der Ärztemangel darin begründet ist, dass eben zu wenig ausgebildet werden. Ganz viele arbeiten Teilzeit, ganz viele gehen ins Ausland. Dann gibt es Leute wie mich, die überhaupt nicht mehr ärztlich tätig sein. Das ist eine relativ große Gruppe auch. Letzten Endes geht es, glaube ich, darum, den Arztberuf attraktiver zu gestalten. Da tragen dann, vielleicht können auch mehr Studienplätze beitragen. Nebenbei, es entstehen in Deutschland zurzeit viele neue Studienplätze, auch im privaten Bereich. Also man ist da schon auf dem Weg. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nur mehr Studienplätze, das ist die Lösung. Man muss den Beruf eben attraktiv machen, zum Beispiel auch in ärztlichen Regionen. Und das ist eine riesen Herausforderung. Und da liegt meiner Ansicht nach der Schlüssel. Felix Rarek möchte wissen, wessen Verantwortung ist Ihrer Meinung nach die Implementierung dieser neuen Lerninhalte bzw. Veränderung von Strukturen im Curriculum? Wen meinen Sie, wenn Sie wir sagen? Das sind verschiedene Ebenen. Ich denke, die Approbationsordnung, das ist ja was Nationales letzten Endes. Also der Bundestag erlässt eine Approbationsordnung. Das ist natürlich der große Rahmen. Und dann gibt es eine Gestaltung auf der Länder- und vor allen Dingen auch auf der Ebene der Universitätsmedizin. Da liegt dann, glaube ich, sehr, sehr viel Verantwortung. Das andere ist ja nur der Rahmen, der vorgegeben ist und die Ausgestaltung. Die Verantwortung liegt dann wirklich vor Ort.
Daniel Tolks hat noch zwei Fragen. Die erste, erstmal vielen Dank für den schönen Überblick. Und er meint, können Sie einschätzen, ob und wann die neue ärztliche Approbationsordnung, war es, ne, wirklich kommt? Nein, das ist Glaskugel. Sie ist ja seit vielen Jahren in der Mache, will ich mal sagen, seit 2016. Es gibt viele Hürden. Sie kostet viele, viele Millionen. Der Bundesminister meint, das können die Kassen bezahlen. Die Kassen wollen nicht bezahlen. Das Problem ist auch, dass das dann eine Approbationsordnung ist, die vom Bund beschlossen wird, aber von den Ländern finanziert werden muss mit, glaube ich, dreistelligen Millionenbeträgen mit wirklich viel Geld. Das ist alles noch nicht so ganz ausgegoren. Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen mehr Fahrt in das Ganze gerät und vielleicht in den nächsten 2, 3 Jahren entwickelt sich dann doch was. Zweite Frage von ihm ist, ist die aktuelle Fassung des Referentenentwurfs durch die rasante Entwicklung der generativen KI nicht jetzt schon wieder veraltet? Ja, da traue ich mir jetzt nicht zu, das so auf den Punkt zu bringen, aber ich befürchte, dass das so ist. Man muss eben auch solche Approbationsordnungen, die man nicht alle Tage anpassen kann, die muss man eben offen gestalten. Es kommt dann wirklich, glaube ich, darauf an, dass man vor Ort eben mit der Entwicklung mitgeht und an den einzelnen Hochschulstandorten, an den Universitätsklinika eben die Entwicklung nachvollzieht. Letzte Frage von Jens Hofmann. Könnte es denn noch ganz andere Berufsbilder geben, die vielleicht dazu beitragen, dass nicht alle Verantwortung bei den Ärzten liegt? Ja, auch ein Megathema, würde ich sagen. Da sind wir sowieso in Deutschland ganz schlecht. Andere, die fast alle anderen Ländern, sind besser. Da gibt es viel mehr Kompetenzen in den anderen Gesundheitsberufen. Und wenn wir über Ärztemangel reden, ist das auch, glaube ich, ein Weg, den man gehen muss in Deutschland. Das ist nicht alles bei Ärztinnen und Ärzten liegt, sondern dass es andere Gesundheitsberufe gibt, die praktisch dem ärztlichen Beruf auch Arbeit abnehmen. Damit gehen natürlich auch Kompetenzen woanders hin. Das ist natürlich auch dann ein Hintergrund für dieses Problem bei uns. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nur so das Gesundheitssystem über Digitalisierung hinaus vernünftig gestalten können, wenn dort besser miteinander gearbeitet wird. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns vorbeigeschaut haben und auch vielen Dank für die vielen Fragen aus dem Chat.